Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 4 von Tom Clancy's The Division mit der lieben Zockerrübe und mir, Queen Nerdidala. Der Typ, wo ist er hin? Ja, guck mal, wir haben ihn die Treppe runtergeprügelt. Ja, genau, der kleine Sack. So, genau. Jetzt werden wir den König der Plünderer holen, ne? Mhm. Werden wir der König der Plünderer holen. Alter, genau. Den. Ja, mal, egal. Ich mach mal Tür auf, ne? Ja. Alarm, Feinde entdeckt. Oh, Hellmatsch. Deckung. Wo ist denn der Typ? Ich warte nur auf den richtigen Augenblick. Ich warte nicht auf. Oh, fuck. Und der ist nicht tot? Ist klar. Kann ich die zerschießen? Jo! Du kannst auf die Bettina zerschießen, dann brennen die. Nicht zurückweichen! Schaltet sie alle auf! Sie sind tot! Wir können alle tot! Schlag zu! Ein Mordschuss! Na komm schon raus da. Ja, genau. Ich glaube. Danke für die Unterstützung. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Okay. Ah, der verzieht total. Hey, sag mal. Krass, oder? Ja. Der wirft eine Granate, der wirft eine Granate. Ups. Ach, Ripper. Mhm. Wo hat er denn? Da kommt er wieder. Jetzt ist er kaputt. So, sind die jetzt alle oder wie? Nee. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Hast du? Hast du Sachen bekommen von Ripper? Weiß ich jetzt. Ist das Ripper hier? Ja, der hat einen grünen Strich. Ja, genau. Irgendwas Grünes habe ich aufgenommen. Ich weiß aber nicht, was jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss mich mal heilen. Jetzt habe ich zwar kein Medikit mehr. Was neue passiert? Kleidung. Darf ich das mal eben? Ich will das mal eben checken. Keine Bedrohung gefunden. Okay. Ich muss mal eben gucken. Ausrüstung. Jo, habe ich einen besseren. Das ist doch sehr gut. Dann ziehen wir den mal an. Ich habe neue Handschuhe gekriegt. Den mal auseinandernehmen. Okay. Okay. Alle hier Förlam auseinandernehmen. So, das ist auch besser. Sehr gut. Anlegen. Den nehme ich erstmal noch nicht auseinander. Handschuhe habe ich keine neuen. Sonst habe ich nichts Neues. Cool, ich habe Handschuhe gekriegt. Die sind jetzt grün. Ich habe noch zweier Handschuhe. Von Stufe 1. Das ist er hier erst voll. Okay. So. Sonst liegt hier auch nichts mehr rum, ne? Nee. Oder haben wir hier noch irgendwo eine Kiste oder sowas? Also ich würde ja echt sagen, irgendwann versuchen wir sowas mal auf schwer. Ich meine, sonst kann man es ja immer noch mal umstellen, wenn es dann zu schwer ist. Naja, klar.
Weil wenn wir dann natürlich viel mehr XP kriegen, ist das natürlich nicht so schlimm. Aber ich muss auch immer bedenken, wir sind gerade erst angefangen und wir sind jetzt nicht die Shooter-Spezialisten. Ja, aber ich finde, wir kriegen das ja immer relativ problemlos jetzt hin. Mal eine Stufe schwerer ausprobieren. Wo bist du? Ah, da. Ja. Wir können hier jetzt am Seil... Ja. Seil loslassen mit F. So, und dann mit STRG runter. Hauptsache ineinander. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Cool. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Auf nach Manhattan. Ende. Cool. Aha. Okay. Was ist... Ach so, zeigt den Schaden pro Sekunde. Aha, aha, aha. Ah. Okay, habe ich jetzt hier. Ja, dann gucken wir das doch mal. Stufe 3, das kann ich das anlegen? Das kann ich anlegen. Sehr gut. Das ist doch viel besser. Alles klar, kriege ich eine neue Wumme. Perfekt. Dann können wir die mal zerlegen. Als Schrott markieren. Waffenteile bekommen. Ah, Moment mal. Das muss ich mal... Mod. Und dann möchte ich den Mod entfernen. Ja, bestätigen. Alles klar. Und jetzt kann ich den nämlich... Kann ich das zerlegen? Magazin. Okay, kann ich das an den jetzt anbringen? Mod? Da habe ich keinen Mod für. Hier habe ich einen Mod für. Ach, da kann ich auch einen Schalldämpfer drauflegen. Das ist ja geil. Ja, das möchte ich anlegen. Cool. Okay. Da habe ich keinen Mod für. Jetzt habe ich mir hier so ein... Ja. Cool, ich habe mir einen Schalldämpfer auf die Dings gelegt auch. Ich habe mir jetzt ein rotes Visier, obwohl ich das nicht sehe. Doch, sehe ich wohl. Aha, bringt mir ja mal irgendwie gar nichts. Okay, alles klar. Vor allen Dingen zeigt das gar nicht... Naja. Naja. Okay, cool. Geilomat. Dann, würde ich sagen, wir müssen jetzt nach, wo müssen wir denn jetzt hin? Auf nach Manhattan. Können wir hier runter? Wenn Sie Steuerung drücken, um sich von einer Kante fallen zu lassen, erleiden Sie einen Fallschaden und können möglicherweise nicht wieder hinauf. Schön, dass Sie nicht kneifen. Ja, aber wir müssen ja hier runter. Mhm. Naja, das war jetzt also... Das darf man jetzt auch ohne Fallschaden überstehen. Jo, auf nach Manhattan. Das heißt, wir müssen zum Ausrufezeichen. Ja. Ich öffne mal. Mhm. Oh, ups. Alles klar, was geht denn hier ab? Da hinten ist wieder ein Ausrufezeichen. Ja. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Können wir wahrscheinlich wieder aufmachen. Ne? Oh, Katzi. Oh. Geile Grafik, ey. Ne? Hammerhart, ja, auf jeden Fall. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Oh, wow. Ja, nee, klar. Wendet da mal gerade so in der... ja, ja. Unglaublich, dass es jetzt wirklich logisch. So weit ist. Echt, dann los! Willkommen, Agent. Oh, what? What the shizzle? WTF?
Ja, WTF. Ausrufezeichen WTF. Arg. Oh. Oh shit. Fuck. Ah, Scheiße! Ah, das war ein Ey. Okay. Ist bei dir auch Verbindungsaufbau? Mhm, genau. Massive Entertainment. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Sorry, wenn wir sie retten. Hey! Halten Sie durch! Mhm. Erfolg freigeschaltet. Hey. Aktiviert. Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Sie. Hauptsache die Sonnenbrille ist nicht verrutscht. Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir. Shit, die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir, es ist nur... Landung in einer Minute, Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite stehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Klar, uns kannst du vertrauen. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ich sehe so geil aus mit Glatze. Wir wissen, dass von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Okay. Okay, dann. Ich gucke mich mal eben hier so ein bisschen um, ob hier noch irgendwas ist. Ja, sie hat ja gesagt, nehmen Sie mit, was Sie brauchen, aber... Ja, aber... Ich finde das schade, leider, dass man mit Leertaste nicht springen kann. Ja, ne? Das ist, das ist man so gewohnt. Auf jeden Fall. Oh, ich nehme das Karussell mit, danke. Oh, das erinnert mich an Last of Us. Oh, oder an Left Behind, besser gesagt. Aber hier, warte mal, ich guck mal deine Ecke, ob hier noch was ist, was wir mitnehmen können, aber irgendwie? Nee, hier ist leider nichts. Nein, leider gar nicht. Okay. Ja. Nicht alles. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass es da jetzt auch zur Sache geht. Überall auf. Gehen wir mal durch.
Hier, upsala, hier rum. Oh, hier steht ein Weihnachtsmann auf dem Tisch. Oh. Ja krass, das erinnert aber voll an Lester, was auch hier so diese. Ach, wir haben hier einen Waffenhändler auch. Hier kann ich auch was kaufen. Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Sicherheitsmaske. Ich habe 275, was auch immer für eine Währung das ist. Ja, ich könnte mir eine bessere Knarre kaufen, eine bessere Pistole. Ja, aber ich mache das erstmal nicht. Warte, was kann ich denn mal verkaufen? Habe ich gar nichts zu verkaufen, okay? Ich sammle erst nochmal weiter Geld an. Das ist sowieso nicht so viel besser. Kann ich was verkaufen? Schade, dass Sie nichts gefunden haben. Verkaufen? Ja, ich kann was verkaufen. Warte mal. Meine Fertigkeiten? Wieso kann ich die? Doch, der Basisimpulsgegner, den habe ich doch. Aber wieso kann ich den denn nicht ausführen? Ah, hier kann ich verkaufen. Aber wahrscheinlich hier nur nicht. Okay. Ich verkaufe einfach mal hier das da. Nee. Das sind die, die ich anhab, ne? Warte mal. Nee. Okay. Ja, ich versuche mal was zu verkaufen. Nochmal hier. Ich guck mal derzeit, wo wir hin müssen. Oha, da haben wir mal noch einen guten Weg vor uns. Alter. Ja. Warte mal, Einsatztafel. Spieler. Ach, jetzt sehen wir auch andere Spieler wieder. Ah ja, geil. Hier sehen wir jetzt 5000 Agenten. Du bist Einsatzbericht blau. Einsatzbericht anfordern. Ah, hier kann man wieder andere Sachen annehmen. Einsatzübersicht. Geil. Einführung, Operationsbasis errichten. Krass. Feinde nähern sich von der Straße. Nebeneinsatz, Nebeneinsatz. Feinde nähern sich von der Straße aus. Wir sitzen fest. Wo bleibt die Verstärkung? Ich habe einfach keine Leute. Ja, Operationsbasis errichten ist der Haupteinsatz. Ja, sehr cool. Dann machen wir das doch. Aber was ist denn hier? Warte, hier ist ein Nebeneinsatz. Shit. Ja, warte mal kurz. Ich wähle mal eben den Haupteinsatz aus, ja? Ja. Weil hier ist irgendwie ein... Hä? Nee, ich will den Haupteinsatz aus. Wir so. Wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Jeden Einsatz verfügbar, sagt er mir. Bla bla bla. Scan mal eben alles. Wie scannst du denn überhaupt? Mit E. Kann ich scannen. Ach so, du scannst. Ach, ich kann nicht scannen. Mit E ist halt die Fertigkeit, ne? Genau. Alles klar. Weil bei mir kommt dann diese komische Granate. Diese Haftgranate. Kritische Trefferchance. Keine Bedrohung gefunden, okay. Cool. Ich laufe mit Turnschuhen über vereisten Boden. Oh, was ist denn mit dir los? Können wir dir helfen? Nicht genug Oh nein, hast du ein Erste-Hilfe-Set? Dann können wir die retten. Das wird mir ja, habe ich. Oh, ich hatte keins mehr. Chelsea entdeckt. Ach, du kannst hier also auch interagieren mit denen. Stufe 4 erreicht. Jo, habe ich auch. Waffenplatz entdingst. Warte mal. Boah, das ist immer so schnell wieder weg. So schnell kannst du gar nicht lesen, ey.
Waffe anlegen. Ach, ich kann. Ah, okay. Dann nehme ich mal die Schrotze. Die Schrotze. Anlegen. Also habe ich jetzt dann 1, 2 oder 3. Warte, pass auf, der Gegner. 1, 2 oder 3. Ja, die ist ja schon vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ach, du hattest schon eine Schrotze gefunden. Ja, stimmt. Genau. Ja. Ja, die ist aber nur Stufe 1, aber pff. Ich meine, ein Waffenplatz mehr kann nie schaden, ne? Richtig. Kann man hier immer mit denen interagieren? Nein. Oh. Nee, wohl immer nur, wenn die so einen weißen Punkt neben sich haben. Ah, okay. Ja, dann kannst du die wahrscheinlich echt immer so heilen oder so, ne? Ja. Oh. Weiter geradeaus. Pennsylvania Plaza. Entdeckt. Oh. Bedrohung gefunden, 2. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Schrotflinte, also. Okay. Hier ist wieder ein Weihnachtsmann. Hallo, Weihnachtsmann. Juhu. Ich mag Weihnachtsmänner. Ich frage mich, wie oft ich meine Fähigkeit einsetzen kann. Immer bis das voll gelaufen ist wieder. Ach, da unten sehe ich es ja. Genau. Ah, da hinten sind nochmal welche. Schweinepriester. Ja. Was machen die denn da? Nehmen die die aus oder so? Die Leute aus, ja. Was ist das denn hier? Eine Ratte? Oh, hallo. Oh, wie süß. Ich empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm. Ja, ja, wir kommen. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Tangos im Anmarsch. Okay. Oh, Dude. Mhm. Schießt mir aber im Weg, ey. Wär ich dir? Nee, hier der NPC da. Unser eigentlich friendly Typ, aber der ist ein bisschen unfriendly gerade. Scheiße, ey. Ja, hier runter. Ey, ich krieg den Typen da nicht weg, ey. Vor allen Dingen, kriegt er überhaupt keinen Schaden hier mit meinem. Der sitzt doch hinter dem Auto, ne? Ja. So. Ziel sicher. Keine Gegner mehr entdeckt.
So. Hier ist auch wieder ein grüner Strich, Mausi. Ja, den hatte ich gerade. Ich weiß zwar nicht, was ich da aufgenommen habe, muss ich mal gucken eben. Ich habe hier eine Strafvollzugsweste. Was soll das denn werden? Ich habe eine Arbeitstasche anlegen. Okay. Das ist ja geil. Aber sonst habe ich, glaube ich, doch. Ich habe hier noch was. Was ist das? Erweitertes Magazin. Oh ja, das möchte ich gerne. Bitte, bitte, bitte. Oh, ich habe eine Strafvollzugsweste, 19er Rüstung. Das ist geil. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Moment mal. What? So. Ich möchte Mod. Erweitertes Magazin. Mods 1 kann ich aber nicht. Was? Und anlegen. Wird diese Mod angewendet, kann man die... Ja, ich weiß, ich weiß. So. Habe ich jetzt ein erweitertes Magazin? Cool. Mausi, wir haben schon wieder 25 Minuten voll. Ich schnackel nicht. Was ist denn? Was ist denn hier? Grün? Kampf? Ach, da hinten ist ein Kampf. Die Virendaten sammeln und hochladen. Einsatzbelohnung 60 Medizinflügelgüter, 34 Credits, XP 690. Mehrere Feinde nähern sich von der Straße aus. Wir sitzen fest. Ja, wir gehen den Einsatz weiter, ne? Ja. Ach übrigens, wenn du G gedrückt hältst, dann kannst du die Granate auswählen, die du gerade... Ich würde sagen, wir gehen mal schnell. Ich scanne nochmal. Keine Bedrohung gefunden. Warte mal ganz kurz, ich würde mal gerne eben gucken, ob ich eine... Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 Alter. Als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kann ich... Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Rübchen, ganz kurz, ne? Ja, ich warte hier nur schon mal. Ja, wenn ich auf V bin... Ja. Dann habe ich hier Konserven. Wie kann ich die nehmen? Wenn du auf V bist. V gedrückt erhalten. Da habe ich eine Konserve. 40% Heilungskraft. Wie kann ich die denn aktivieren? Es steht da eine Zahl daneben, oder was? Ja, genau. Genau. Ich habe drei Stück. Du musst mit der Maus da drüber gehen und dann musst du... Versuch mal einmal zu klicken. Ja, geht nicht. Macht der nicht. Weder rechte noch linke Maustaste. Was ist das für ein Scheiß? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ha. Tja. Naja. Müssen wir nochmal gucken. Sollen wir hier einen Cut machen? Ja, können wir machen. Ja? Super, weil wir haben nämlich fast 30 Minuten voll. Ja, ist das krass, ey. Die Zeit, die rennt hier wie blöd. Das ist echt unglaublich. Das ist echt heftig. Jo, halt dich mal. Du bist nur auf der Hälfte. Ja, aber ich habe nur noch ein Dingen. Deswegen, ich wollte mich ja mit dieser scheiß Konservendose da heilen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Bedürftiger Zivilist. F. Ich weiß ihren Edelmut zu schätzen. Okay, ich habe einen Zivilisten geholfen. Cool. Wie geht das denn mit der Konservenbüchse hier? Ihr Damit Lieben, kann ich mich ja auch heilen. Wir machen jetzt mal Schluss hier für diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hoffentlich wissen, wie wir Konservendosen aufkriegen. Vielleicht müssen wir einfach noch einen Öffner finden. Ja, genau. Und ja, kannst du auch hier an ein Ding halten, ey. An den, ja. Und ich verabschiede mich mal von euch und übergebe an die Queen. Ja, ich danke euch auch ganz herzlich fürs Zuschauen. Die Zeit vergeht echt wie im Fluge bei diesem Spiel. Das ist unfassbar. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Episode. Juhu, tschüss. Bis dann. Aloha.